Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf der ModMap Kabalos. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo Leute. So, wie ihr hier schön sehen könnt, wir sind mit The Hero unterwegs und The Topper. Und das heißt natürlich, genau, Drachenschlucht. Wollen klar, natürlich. Genau, wollen natürlich nach Eier gucken und dass wir drei gute Eier finden. In dem Sinne würde ich sagen, geht los. Also jo. Aufsitzen. So. Aus dem alten Chair. So. Beide sitzen. Ja, natürlich. Und dann gucken wir mal. Und Topper, wir hatten ja gesagt, hier sind ganz viele Höhleneingänge, ne? Ja. Und deswegen, wenn wir hier das leer rasiert haben, denke ich mal, auch nach Eier geguckt haben, und du dann noch Zeit hast und Lust hast, könnten wir eigentlich mal zu dritt hier durchgehen und die Höhleneingänge mal checken. Können wir machen. Kein ja. Problem. Das hört sich gut an. Bin dabei. Dann wird's wieder lustig, wenn Topperchen dabei ist. Ach, lustig. Doch. Ja, weil. Lustig. Da unten ja, die drei Verwirrten, ne? Ja, da muss ich, wenn ich da dran denke, muss ich noch lachen. Mhm. Hier ist schon das erste Nest zu sehen. Okay. Da unten sind noch zwei Drachen. Aber ich steig nicht aus. War klar. Muss ich wieder machen. Moment, Ladies first. Mhm. Ich musste das letzte Mal schon machen. Also ist ein Blitz. Ist ein Blitzei. Mhm. Bei meinem Glück falle ich runter. Nee, ich kann aussteigen, wenn du so, willst. Wir stehen. Okay. Gut, ja, ich gehe schon. Gehst du? Gut, dann. Ja, klar. Ich würde übers Dach nach unten springen. Ja, hatte ich vor. Gut. Ich gucke hier immer, wie du parkst. Huch. Und? Na, 360. Oh! So, jetzt muss ich aber gucken, wie ich da wieder drauf komme. Am besten mit der Grappling Hook hier an die Schräge ran. Ja. Der erste Drache kommt schon, bleib in Sicherheit. Ja, ich bleib hier im Nest. Gut. Der zweite. Erste Drache ist schon weg. Ja, das. Sonst sehe ich jetzt keinen, der kann schnell hochkrabbeln. Genau. Ah, noch 360. Hui, wenn wir sie die Mini rausschicken. Ja, warte, ich pack das eben weg, ich bin drin. Ist gespoilert oder ist noch... Nein, das ist da. Hat sehr noch schön. Volle Haltbarkeit. Bei mir wäre das jetzt bloß 60 warte. Gewesen. Hinsetzen. Ja, ich glaube den ersten... Dann ist jetzt die Tür offen. Ah, jetzt. Den ersten Blitzdrachen, den Topper wegen Blau. Ja. Ja, denk gelbe Strahlen hat er ja nicht. Nee, aber blaue Strahlen. Aber ich nehme auch Feuertrache, ist kein Problem. Ihr könnt den Hochleveling ja schon haben. Alles gut. Warten wir mal ab, was man noch so findet. Ja. Ja. Topper, ich weiß nicht. Kannst du nach. Wenn ich jetzt rausgehe, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt bestimmt das 60er ein. Kannst du nach vorne rausgucken? Schräg? Siehst du die Brücke? Ja. Die sieht cool aus, ne? Da hängen sogar Köpfe dran. Drachenköpfe. Ja, das sieht gut aus. Bestimmt kann man die auch begehen. Ja, also, ich weiß nicht, ich versuche mal so zu fliegen, ob du es sehen kannst. Die Brücke geht da noch ja, rüber. Wenn gut. Man lebensmüde ist, kann man die entlang laufen. Ja, ich denke, wir sind laufen. Doch alle lebensmüde. Ja, wir laufen die auf jeden Fall. Wir sind irre genug, wir laufen nachher. Da unten ist noch ein Nest. So, ja, ich steuere schon drauf zu. Auf das kleine Nest. Oberhalb von uns ist noch ein Blitzdrache, aber das kümmert uns ja nicht. Wieder ein Blitzei. Gut. Ich versuche wieder daran zu parken. Oh, jo, reicht, leider. Reicht, so. Reicht. Leider muss die Mini raus. Ich hab mein Kreppling-Hook mit dabei. Echt nicht? Ne, mir fehlen die Armbrust, die Haken habe ich. Ach, Haken hätte ich geben können. Ne, Haken habe ich genug, aber die ja, dann ist nicht drin, komischerweise. Porten wir hier nach, kurz nach Hause, weil ich denke bei den ganzen, also im Moment sehe ich keinen Drachen. Das ist aber jetzt bei den ganzen Höhlen und sowas. Ach, guck, da waren zwei Drachen.
bei den ganzen Höhlen und sowas, da brauchen wir dann Grappling Hook. Ja, aber wir sind jetzt erstmal noch am Durchfliegen, ist noch Zeit. Ist auch 360. Oh. Was? Ab Mini, du gehst aber jetzt nur noch raus. Das ist ja Wahnsinn. Oh, flieg mal los, dreh dich, damit die Tür zugeht. Genau. So, wir haben natürlich den ganzen Aufbau aus Tech gemacht. Das wissen ja die, die zugeguckt haben, wissen das schon. Weil damit ja nichts weggebrutschelt wird. Weil wir haben teilweise aus Metall in der Vergangenheit gebaut und der Alpha, der hat dann immer das ganze Metall ziemlich angenagt und zerstört. Mhm. Und bei Tech ist das halt nicht. So, da oben kreist noch ein einsamer Drache. Ja, aber ansonsten ist relativ wenig los. Rechts ist auch noch einer, ein Feuerdrucker. Ja. Er kann bestimmt da zu Fuß durchgehen. Es ärgert mich halt nur, dass ich jetzt die Armbrust nicht habe. Ja, das ist gut. Porten wir gleich. Hier ist zum Beispiel jetzt links von uns, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da. Höhle, sehe ich. Ja, ist auch ein Eingang und sowas. Und deswegen, da drüben sind auch noch Eingänge. Ich weiß nicht, ob das ein Höhlensystem ist, dass man hier zu Fuß durchgehen kann. Siehst du, da ist auch noch ein Eingang. Dass wir die Eingänge mal alle nachgucken, ob da Höhlensystem ist oder ne? Ich würde sagen, wir gehen dann zu Fuß und dann sehen, was da ist. Genau, hier ist die Neststelle leer. Ja, da waren wir ja, sag ich. Nee. Wir tasten. Gut, das sieht man nicht ganz so von hier nicht raus. Jetzt. Ja, wir haben alles aus Glas gebaut, aber du kannst ein Stück weiter vorfliegen, das sind ja auch noch, die geht ja ziemlich lang, die Drachenschlucht. Ja, ja, wir fliegen jetzt hier ganz durch. Kommst du durch? Ja. Ja. Oder musst du oben drüber? Nö. Nee, nö. Ich muss nur aufpassen. Das passt. Wenn ich zu dicht an Felsen vorbeikomme, kann es passieren, dass ich euch aus der Sitze schubse. Dann schrei ich schon, wie du weißt. Ja, wenn man dann merke. Ja. Der Nestplatz ist leer. Oh, hier ist ein Nestplatz. Vielleicht klappt es ja, dass nach bis zur Aufnahmepause dann, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier durchgehen, dass ich dann schnell zurückporte. Ja, ja. Ich sehe kein Ei. Meine ich ja. Nee, ist kein, noch kein Ei drin. Es ärgert mich halt, dass ich es wirklich vergesse. Ach, ist doch kein Problem. Ich habe nur noch gesehen, Drache Schlucht. Ja, dafür ist ja Gott sei Dank der Teleporter da. Ja. So, da ist auch noch... Ja, ich bin halt noch verwirrt. Ist halt so. Da ist auch kein Nest drin. Ich denke, wir fliegen jetzt zweimal durch, weil das eine Nest war ja leer. Sprich, ja. Das Nest ist schon gespawnt, aber das eine noch nicht. Die Drachenschlucht hier ist ja auch nicht gerade klein, eigentlich. Ja. Die zieht sich ein ganz schönes Stück bis hin, aber... Da unten sehe ich ein Nest. Oh, da ist aber dicht über der Lava. Da weiß ich nicht, ob ich so dicht daran fliegen kann. Nee, lass es lieber. Riskier's nicht. Pyro, mach mal langsam, es ruckelt gerade. Ja. Da hinten ist auch ein Nest. Das muss gerade gekommen sein. Aber wir fliegen gleich wieder zurück. Gut. Sollte wieder gehen, kann es weiter. Sehr schön. Sehen wir denn, was für ein Ei drin ist? Ein Feuerei, natürlich. Hier drin ist kein Fun. Doch, hier neben uns ist ein Blitzei, ich muss eben drehen. Und hier war kein Risiko eingebig, würde ich sagen. No. Der Hero muss jetzt kein Hero spielen. Ja, das eine Feuerei ist so tief, da kann es sein, dass er beim Flügelschwingen oder so in eine Lava kommt. Ja, ich sehe das klar. Ja, ich wende eben, damit ich mit der anderen Seite drankomme. Will da drin nicht wenden, nicht, dass ich euch runterschubse. Ja, ja, besser ist. Mach du nach. Jawohl, es ist nicht so bleiben. Ich hab gerade Standbild gehabt. Das war natürlich, ne?
Hätte schief gehen können. Ja, hoffentlich nicht. So, ja. Dichter fliege ich jetzt nicht an. Okay. Mini musst du leider noch einmal. Ja, ja, alles gut, alles gut. Also, alles. Ich hab versucht, dass du auf die Schräge drauf gehen kannst ohne Grappling Hook. Ja, ich soll schauen. Ich riskieren? Jetzt sag nicht wieder. 180. Ah, ich wollte doch sagen, nochmal 360, dass das wäre, ne? Echt irre. Siehste, kannst auf Schräge drauf. Super. Ich bin drin. Guck doch mal alles jetzt. Warte, wenn du dich gedreht hast. Wegen ja, warte. Ich wollte nur von der Wand weg, dass alle Kanonen schießen können. Ja, sag Bescheid, wenn ich wegpacken kann. Ja, kannst du. Gut. Hat ein paar Drachen geregnet. Oh, super, ja, dafür ist so ein Quetzal schon gut. Ja. Ja, und weil der uns immer rettet und so, Hero? Deswegen. Gut, sagen wir mal Hero. Mhm. Mach gerade mal ein Bildchen und so. Mach das. Könntest du mal Lebensretter nennen? Oder Nummer 1, unsere Nummer 1. 320. Feuerdrache. Ja. Na, geh runter da. Scheibe, wie ich ja anmache. Ja, sonst sehe ich zu wenig, sonst sehe ich nicht, ob ich anfällt. Die war nach hinten abgestreift. Deswegen windschnittig gebaut. Ja, schon cool. Muss ich auch noch bauen, habe ich noch nicht gebaut. Muss ich auch mal sowas bauen. Ja, wir bauen das immer so weit raus, dass die auch über den Flügel schießen können. Weil bei der Bauweise hast natürlich, unten ist immer der Schwachpunkt. Ne? Also du sollst sehen, dass wenn die Drachen kommen, dass wenn es irgend geht, dass du unter den Drachen bist oder auf gleicher Höhe. Ja, klar, weil ohne drunter ist der Quetz. Ja, wenn die von unten hochkommen, dann versuchen schräg wegzufliegen oder so. Weil du hast unten halt einen großen toten Punkt. Man könnte zwar auch noch die Besermet-Tore, Besermet-Hedge-Frame an der Seite dran machen, aber irgendwann bist du so weit weg, dass du die Kanonen nicht mehr setzen kannst. So ist es schon gut. Ich meine, bis jetzt klappt ja alles. Drache springen ja schon einige rum. Oh. So, da unten sehe ich noch ein Nest gerade. Ich freue mich schon, mal zu Fuß durchgehen. Ja, da freue ich mich auch drauf mit den Grappling Hooks und sowas. Wir haben die guten Kanonen, wir haben gute Rüstung, also ich denke, das sollte schon hinhauen. Und wir haben die Mini dabei. Und wir haben die Geheimwaffe dabei, die Mini. Ja. Oh, ich hab gerade Standbild. Ja. Bei mir ruckelt's gerade. Fliege jetzt nicht raus. Über die Lava, das wäre es noch. Ich sehe da wohl einen Drachen. Herzuckeln, der kommt zu uns. Na, schießen doch ab. Genau. Aber ein kleiner. So, ruckeln. Ruckeln ist weg. Versucht er wieder ranzufliegern. Ein Feuerei. Ach, das Nest. Oh je. So, ich bin da. Okay. Kann ich? Ja. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Denk dran, 360. Ja. Das wäre cool jetzt. Warte mal, ich versuche davon mal ein Foto zu machen. So von wegen Subnail und so. Ach so, ja stimmt. Ja, warte, da mache ich auch mal ein Foto noch. 330. Oh, das ist aber arg. Das ist gut. Ja. Verdirbt aber in Null. Ja, dann ist das, klar. Geht das sofort weg. Ja, kannst nehmen. Jo, ist weg. Ja, war ja klar. Oh. Ist sicher? Ich sehe jetzt keinen Drachen. Gut. Warte, ich versuche auf die Schräge zu kommen. Super. War ja klar. War ja Feuerdrachen ein, ne? Bah. Ja. Er ist von oben gekommen, der hat mal zu spät. Gut.
Der wird abgestriffen. Ja, manchmal ist es ärgerlich. Da finde ich ein Ja. gutes Ei und dann steckst du ein, schon ist Ja, es das weg. ist, je weniger hier durchgeflogen wird, desto mehr hast du so verdorbene Eier. Denn selbst wenn du Destroyed Wild Dinos machst, das ist von jeher bei den Eiern so, gehen nicht alle Eier mit weg. Sprich, die bleiben dann liegen, vergammeln und dann, ne, das Ende. So, Wie hier lange ist ist die das denn schon? Drachenschlucht eigentlich zu Ende. Deswegen lande ich hier einmal. Wegen Ausdauer. Damit er mal Ausdauer holen kann. Ja, das letzte Mal, wo wir hier drin waren und die ganzen faulen Eier eingesammelt haben, hatten wir ein 360er Feuerei. Ja, da habe ich mich so gefreut, ne? Dann war es Oh weg. je, Ja, ja. das ging mir bei Swartwout so. Da habe ich ein cooles Ei gefunden. Weil die Schluchte waren ja kleiner. Das war ja teilweise gar keine Schlucht. Du meinst Fjordur? Nee, das war Swat. Oder war das Fjordur? Ja, dann war es. Svartalfheim gab es doch keine Ne, Drachen. stimmt, dann war es Fjordur. Stimmt ja. Und dann habe ich ein großes Ei gefunden, richtig groß, und das ist dann gleich vergangen. Ist dann wirklich ärgerlich. Weil halt nur drei Drachen rumgeflogen sind und dann finde ich so ein großes Ei, weißt schon. Ja. Das war ein bisschen ärgerlich, dann war das viel durch. Stimmt, Svartalfheim war ja gar nicht. Ja, manche, die denken dann auch, das ist ein Bug oder so, aber das ist kein Bug. Das ist Das so. böse B-Wort. Ja, weil, Leute, ihr wisst doch, warum wir so gerne Ark spielen. Weil es bugfrei ist. Ganz genau. Also ich habe noch keinen Bug sehe beim Arbeiten. Wenn, dann sind es nur Features, ne? Das sind ja, das sind alles nur Features. Überraschungseffekte. Öfter mal was Neues. Damit der User auch wach bleibt und so. Ja. So, gestorben. Bin wieder wach. Ist auch ein Höhleneingang oder sowas? Ja, du nicht vor mir. Wir gehen die Reihe. Das bin schon ganz heiß Ja. Ja, weil ich denke, wenn wir einmal wegrasiert haben hier, ich meine, die spawnen ja nach. Aber, oh, hier ist ein Ist Ei wieder drin. Ei. Ja. Viele blaue Eier. Ja, ich habe das Gefühl, diese Kann ich? Blitz. Warte, nein, noch nicht. Bei mir ruckelt es gerade, deswegen packe ich noch nicht ein. Okay. Ja, blaue Farbe trage ich immer. Ich habe mich jetzt an Gelb gewöhnt. Ja. Aber gelbe Eier gibt's nicht. Nee, leider nicht. Aber bei Drache würde ich ja alles nehmen. So, Besser? ja, aber hier soll es auch diese Kristalldrachen geben. Die habe ich schon gesehen. Lass mich doch hochklettern. Denn da kannst du dann auch auf gelbe Drachen hoppen. Die Tropical Matsu. Ja. Die gibt es in der Höhle. Ein 30er. Wow. Ach, je. Viel Das Spaß. Viel Spaß beim Essen. spoilert natürlich nicht, ne? Nö. Das kannst du gleich essen, wenn du Hunger hast. Nein, das wird verwurstet für Kibbel. Warte, ich packe eben Oder weg. so. Ach nö, ist die spoilt. Das ist Ach so. je. Hat sich gleich erledigt. Hat Ja, sich hat er mir auch gedacht, nie angezeigt. ist nicht aber der Kibbel wert. Ja. Ne, diese Höhle habe ich schon gesehen. Da habe ich kurz reingeschaut. Ja, ich weiß noch nicht, wo es ist. Ich habe es nur gelesen. Ja, ich warte auch immer, bis ihr das entdeckt, weil ich will ja nicht zu viel spoilern. Ja. Außer ihr tut mich extra danach fragen, dann würde ich sagen, wo sie. Ja, wenn du schon was hast und weißt, ist so alles gut. Hier oben ist noch ein. Oh, hoffentlich schmeiße ich auch nicht raus. Oh, da ist ja Rotes. Ich habe halt bloß noch kein Blotstolper gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. So, wir stehen. Stehst du? Gut. Ja. Hier ist nur Kacke, weil hier können die Kanonen kaum schießen. Ja, ich kann es nicht So ein ändern. Engpass. Nee, muss Ich dich schon beeile mich. leider ein bisschen beeilen. Das ist 120. Vorne solltest du auf eine Schräge drauf gehen können, denke ich. Ich komme auch so drauf. Okay. So, ich bin drin. Warte, dann fliege ich erst ein Stück vor.
Und sie steht am Ei. Das ist... So, jetzt kannst du. Das ist die Spoilt natürlich nicht, ne? Da ist auch noch ein Nest. Warte, ich sitze. Sitzt. Meinst du, man kann die Nester auch alle zu Fuß erreichen? Ja, ich denke mit Grappling Hook kannst du das machen. Da hab ich jetzt Kenny dabei. Heie. So, Leute, das wird... Enge Geschichte. Enge Geschichte. Näher will ich nicht dran. Weil ich weiß nicht, ob ich euch beim Kurvedrehen sonst runterschmeiße. Ja, alles da gut. Musst du rüberspringen und per Grappling Hook. Ja, und die habe ich gerade nicht bei. Ich würde sie gerne ersparen. Mal. Alles gut, kriegen wir hin. Ist hier drunter Lava, falls ich euch rausschmeiße? Nö, alles gut. Muss ich nur eine Rechtskurve machen. Weil falls er runterfällt, dann fällt er nicht in der Lava. 180 verdirbt aber gleich. So, ja, ich glaube, die verderbe halt. Aber doch nicht mitten in die Scheibe, das gibt doch Kratzer und so. Ja, ich habe K-Glas, zählt vorne rechts um die Ecke. Gleichwerbung. K-Glas repariert. Sitzer? So, ich hoffe, ich schmeiß noch nicht runter. Wir werden es merken. Das ist Gewerbung, das ist jetzt... Top was raus. Ich bin... Ja, dann geh mal ein Stück weiter nach dem Baum, dann lande ich. Nee, er ist wieder da. Er stand hinten auf dem Dings. Ich bin gleich reingerannt wieder. Hab ich dich hinten drauf geschubst oder was? Du hast mich hinten an die Mauer geschubst. Und okay. Dann bin ich aber gleich entgegengelaufen, hab meine ganze Kraft eingesetzt. Jetzt wird's auch nochmal eng. Alles gut, das passt. Ja, ich meine, wenn ich rausfliege und sterbe, was soll's? Ist aber so ein Topper. Ach, was hat er mich schon abgeschmissen? Ja, das ist, wir machen zwei Sitze dahin und sowas, damit der nicht so leicht, aber wenn ein Baum da durchgeht oder eine Wand oder das so, dann schubst du dich halt voraus. Raus. Nest voraus, ja, ich sehe es. Ist nicht schlimm. Ich bin oft genug schon gestorben bei Arme. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ja. Also auch richtig Lava, gell? Wegen der Flüge. Ja, ich wollte nur, weil der unten ist, dass wir den Feuer abschießen. Ja, weil ich mal der Lava zum Grunde gucken, dass der den Flügel reinkommt. Weil das ist das, was ich sagte, dass, dass aber dann... Gibt es hier nur blaue Eier? Anscheinend. Die blauen findest du am häufigsten. Kann ich? Ja. Also, gefühlt zumindest. Mini-Leiter treffen. Da. Ja. Solltest nach vorne über die Schräge ab- und aufsteigen können. 190 verdirbt. Ey je. Ich hoffe, jetzt schmeiße ich keinen runter, weil hier drunter ist Lava. Tja. Das werden wir merken. Ansonsten muss dann noch Pyro aussteigen. Seid ihr soweit? Ich sitze. Mini sitzt. Mini ist weg. Ja, ich... Warte, ich hänge auf dem Flügel vom Fitz. Mario, sie hängt auf dem Flügel. Warte, dann bleib da, ich gehe vor und lande. Noch steht sie auf dem Flügel. Ja. Jetzt stehe ich drin. Bleib stehen, Pyro, sie ist wieder drin. So ging's mir, bloß war ich auf dem Flügel stand. Und da war jetzt cool ausgesehen. Ich sitze auch. Ihr wollt ein bisschen wippen. Ja, das ist, wenn die so eine Ecken sind, irgendwie muss ich ja dahin fliegern. Und bei den Kurven, da kann es dann passieren, dass, ne? Ja, klar. Ein bisschen ist halt Schund ist immer. Ach, da ist... Gefährlich. Da ist noch ein Nest. Da ist aber nichts drin, oder? Bis jetzt sehe ich noch nichts. Ne, da ist nichts drin. Der zieht... Die Eier siehst du immer so spät. Der zieht zwar schon nicht so große Kurven, aber ne? Ja. Geht halt nicht anders. Ja, es ist ja nichts passiert jetzt. Ich meine, auf dem Flügel war ich auch noch nicht. Tja, passiert einfach. Hauptsache ich bin nicht in die Lava gefallen. Genau. So. Das ist das Wichtigste. Ich denke, dann fliegen wir zum Ausgangspunkt zurück, wo wir gestartet sind. Ja. Hey, die Folge ist ja auch schon wieder vorbei. Ja, deswegen. Und dann kann Topper auch kurz sich seinen Enterhaken holen und so. Ja.
Nicht, dass ich dann wieder nichts dabei habe. Ja, ich habe schon geguckt, ob ich einen Ersatz dabei habe, aber nö. Ne, ich habe auch nur einen Enterhaken. Da habe ich 100 Stück mit, da hätte ich ihm welche geben können, aber... Ja, ich auch. In der Hake habe ich 126 dabei. Ja. Die habe ich gedacht, aber ich habe gedacht, die muss man so werfen. Tja. Hier Lasso, habe ich gedacht. Ja, da sieht sie die Drache und wartet diese Abschüsse. Und vorne ist der Rexel. Ein Rex oder so ist mit uns, mit dem Hero total egal. Ja, ja. Ich habe gedacht, dass das vorne einer ist. Selbst ein Giga wird weggemacht. Ja. Die hat zwei, oder? Ja. Ui, bei mir ruckelt es ganz derbe. Okay. Ja, ich wäre jetzt nur, wenn es ein 300er Rex gewesen wäre. Wieder gut? Ja, geht wieder. Mehr oder weniger. Rechts sehen Sie das Empire State Building. Ja, Sighting Tour. Ach, guck, wir könnten uns beim roten Ark reinstellen. Ja, das ist einigermaßen sicher. Ja. Meint auch. Man darf nur nicht vergessen, auf diesem Gebiet hier gibt es auch diese Todeswürmer. Deltwurm. Ja, habe ich schon eingesehen. Cool. Ja, das sehe ich an der Wolke, dann wo auf dich zukommt. Die Staubwolke. Ich finde die ja, cool. Wenn man bewaffnet ist, ist es kein Problem, wenn du halt bist unbewaffnet hierher kommst. Da musst du ihm ja, voll. Dann... Da musst du ihm gnadenlos voll ins Auge pieken. Ja. Dann machst du ihn bei, so wie bei Dune, dann durch die Enterhaken oben drauf und reitschen. Genau. Wieso? Wir stellen uns dann hinten hier in der Ecke rein, da kann uns nichts in den Rücken fallen. Ja. Du mixst so, das ist eine glatte Reihe, sonst hat jemand so geruckelt. So. Ich denke, dann stehen wir hier gut. Mhm. Ich komme mal zu euch. Mach das. So. So. Wir haben die Wibbernschlucht jetzt etwas gesäubert. Topper holt jetzt sein restliches Utensil, was er braucht, und dann werden wir die Drachenschlucht mal zu Fuß begehen und gucken, was so sich mit den Höhleneingängen oder Höhlen und alles so auf sich hat. Und vielleicht finden wir das ein oder andere ein. Auch in dem Sinne würde ich sagen, erstmal Tüdelün, tschü. Tschüss. Tschüss.